Frank Rosin im Doppeleinsatz. Ein Spezialauftrag für den Sternekoch. Gleich zwei Restaurants brauchen seine Hilfe. Der erste Einsatzort, Wernigerode im Harz. Der Familienbetrieb Mad Joe's steht vor dem Aus. Saskia, die Enkelin der Inhaberin, macht sich große Sorgen. Denn auch die Gesundheit ihrer Oma steht auf dem Spiel. Kann man lieber einen Arzt rufen oder so? Nee, den brauche ich nicht. Ich bin ja nicht krankenversichert. Ein Schock, auf den ein noch größerer folgt. Eine regelrechte Familienfehde entbrennt. Wir wollen dir helfen, Papa. Ich habe heute frei. Ich habe heute einfach nur einen freien Tag. Den möchte ich gerne auch haben. Der Streit eskaliert. Nein! Lass mich einfach in Ruhe! Geh raus, hau ab, verschwinde! Wie man so dämlich sein kann. Kann Frank Rosin zwischen den verhärteten Fronten vermitteln? Ortswechsel, Öderan im Erzgebirge. Hier wartet der zweite Fall auf den Sternekoch. Der Bürgermeister höchstpersönlich hat ihn um Hilfe gebeten. Wir könnten uns gut vorstellen, dass wir noch 2 Monate ihr erstmal geben. Und sie damit natürlich auch diesen letzten Strohhalm, der es ist, aus meiner Sicht ergreift. Letzte Chance. Ja. Seit 2 Jahren betreibt Nicole das Traditionsrestaurant Hirsch. Doch die 31-Jährige und ihr Team sind total überfordert. Das Testessen endet im Fiasko. Es reicht nicht ganz. Frank Rosin muss eingreifen. Inhaberin Nicole bricht zusammen. Reißen uns ja am Arsch, wenn es funktioniert, ne? Und dabei steht nicht nur ihre Existenz auf dem Spiel, sondern auch die ihrer kleinen Tochter Kim. Gibt es etwas, was du dir ganz doll wünschst? Dass die mehr Zeit für mich hat. Auch der Hirsch ist ein echter Härtefall für den Sternekoch. Es geht um eure Existenz. Und da brauche ich einfach etwas mehr Power. Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt zur gastronomischen Spitze des Landes. Sein Restaurant wurde 2010 zum Besten des Jahres gekürt. Er selbst hat 2 Sterne und 18 Gourmillot-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Heute steht er vor seiner wohl schwersten Aufgabe. Mad Joe's und Hirsch, gleich 2 Härtefälle, erwarten ihn. Kann er helfen? Wernigerode im Harz, der heutige Einsatzort von Sternekoch Frank Rosin. Die malerische Stadt mit ihren 34.000 Einwohnern ist deutschlandweit bekannt für seine schöne Altstadt. Ich bin heute in Wernigerode mitten im Harz und treffe mich mit Saskia. Die hat mich nämlich gerufen, weil sie sich große Sorgen um ihren Vater macht und vor allen Dingen um ihre Großmutter. Da werde ich helfen. Der Sternekoch trifft sich mit Saskia in einem nahegelegenen Café. Denn ihr Vater Jörg und ihre Oma Roswitha wissen noch nicht, dass die 18-jährige Frank Rosin um Hilfe gerufen hat. Hallo. Grüß dich. So, dann erzähl mal, was gibt's denn? Also, ich habe dich eigentlich gerufen, weil mein Papa und meine Oma hier in Wernigerode ein Restaurant haben, Familienbetrieb. Mhm. Und ich mache mir aber Sorgen, weil meine Oma, der geht's immer schlechter eigentlich. Habe ich Angst, dass es alles gegen die Wand fährt. Wie schlimm ist die finanzielle Situation? Oh, das kann ich in Zahl gar nicht fassen. Ich weiß, dass es sehr viel ist. Saskia hat früher selbst im American Diner Mad Joe's mitgearbeitet, bis es zum Streit mit ihrem Vater kam. Die 18-Jährige sorgt sich vor allem um ihre Oma Roswitha, denn an ihr bleibt scheinbar die meiste Arbeit hängen. Wie geht's dir dann dabei? Verzweifelt kann man das nennen, weil ich habe schon so viel versucht. Ich habe schon gesagt, rede mit ihm, sag ihm das. Ich habe mit ihm geredet. Ja. Da hätte ich auch genauso gut mit der Wand sprechen können. Wäre wahrscheinlich mehr bei rausgekommen. Ich bin einfach nur noch wütend. Wütend auf meinen Vater, weil er weiß, dass meine Oma nicht kann, dass sie gesundheitlich wirklich doll angeschlagen ist. Mhm. Und er immer mehr auf sie einprasseln lässt. Meine Oma hat einfach nur Angst, dass sie irgendwann mit so viel Schulden dasteht, dass sie da gar nicht mehr rauskommt. Und auch gesundheitlich sieht es bei ihr immer schlechter aus. Mhm. Von Tag zu Tag eigentlich. Von Tag zu Tag? Ja. Also sie hatte Lungenembolie, Thrombose, sie hatte wirklich alles Mögliche. Echt? Lag damit wirklich lange, lange im Krankenhaus. Und sie ist nicht mehr die Jüngste. Höchste Zeit zu helfen und sich das Sorgenkind, das Mad Joe's, näher anzuschauen. Der Sternekoch will sich jetzt einen eigenen, unverfälschten Eindruck vom American Diner machen. Und deshalb kommt er unangekündigt. Direkt über dem Lokal wohnt die Familie. Wie werden Saskias Oma und Papa Jörg auf ihre Überraschung reagieren? Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin da. Das ist aber nett. Ja. Wir müssen meinen Sohn holen. Machen Sie mal. Geht jetzt los.
Jetzt war es ein bisschen geschafft. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Glaub ich wusste so gar nicht, was ich sagen sollte. Aber ist ja auch verständlich. Ja, ist ja auch wirklich eine Überraschung. Ja. Ne? Deine Oma wohnt jetzt genau ja, in dem Laden? Ja, wohnt direkt oben drüber. Ja? Hallo. Hallo, kommen Sie ganz kurz zu uns. Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Frank Rosin. Aha. Sie hat mich geholt, hallo, Oma. Um zu helfen. Ach, wunderbar. Ja. Alles klar. Ja, sind Sie nervös? Ja, ich war überrascht. Schöne warme Hände haben Sie aber. Ich war gerade am Spülen bei meiner Wohnung. Wir haben gerade gegessen. Ja, wo ist denn der Sohnemann? Der kommt ja, es steht auch quer davor. Steht quer davor? Wir wussten ja gar nichts davon heute. Ja, sollen wir mal reingehen? Ja, selbstverständlich. Gut, alles klar. Die Überraschung ist offensichtlich geglückt. Der erste Eindruck. Gähnende Leere und das reinste Deko-Durcheinander. Ein bisschen American Diner, ein bisschen Western und ein bisschen Kneipe. Gemeinsam mit ihrem Sohn hat Roswitha vor 7 Jahren das Mad Joe's eröffnet. Doch wo bleibt Jörg eigentlich? Ich musste meinen Sohn erst mal rufen. Wir wussten ja von gar nichts. Das war ja eine Überraschung, wo wir gar nicht mit gerechnet hätten so schnell. Moin. Hi. Moin. Alles klar? Ja, ich bin der Frank. Weiß ich. Gut. Super. Deine Tochter hat mich gerufen. War mir klar. Weil sie sich große Sorgen macht. Große Sorgen um die Großmutter macht. Ja, und deshalb bin ich hier. Wer ist der Betreiber des Geschäfts? Mutter. Ich bin der Betreiber. Der Sohn arbeitet hier. Sie sind die Betreiberin des Lokals auch gleichzeitig. Ja, ja. Und warum hast du das nicht von Ganz einfach, weil meine Frau flitzen gegangen ist mit einem anderen Kerl und wollte Trennungsunterhalt haben. Und da haben wir Glück gehabt, sonst hätte ich den Laden übernommen gehabt im März. Im August ist er abgehauen, ich hätte zahlen müssen. Dann hätte mich hier ausgezogen wie eine Weihnachtsgans. Und deshalb ist es alles so geblieben, weil... Womit hätte sie sich denn ausgezogen? Trennungsunterhalt. Eine verwirrende Konstellation. Rentnerin Roswitha leitet also pro forma das Lokal, weil ihr Sohn Jörg die Forderungen seiner Noch-Ehefrau, von der er sich vor circa einem Jahr getrennt hat, fürchtet. Was ist denn zurzeit die Problematik? Also schuldenmäßig würde ich sagen, ja, 3.000, 4.000, 5.000 Euro ist nicht groß. 5.000, 6.000 Euro ist gut gesagt. Das ist vielleicht ein kleiner Teil. Nick, du musst die Sachen von den Häusern, was langfristige Verpflichtungen sind, direkt nicht mit rein. Ja, ansonsten kann ich dir nur die Zahlen sagen, die mir deine Oma gibt. Ja, im Endeffekt kommt ja alles zusammen. Wird dann in einen Topf geworfen. Das ist ja das, wo ich sage. Das ist ein Problem, weil sich da keiner hinsetzt und keiner eine vernünftige Aufstellung macht und sagt, wir müssen jetzt das und das und das und das machen wir so und so und so. Das also eigentlich muss ich wirklich sagen, ne? Für 18 Jahre, ne, ist deine Tochter so aufgeräumt, ne, und so klar, da ziehe ich echt den Hut vor. Saskia bringt es auf den Punkt und das scheint ihrem Vater nicht zu passen. Ich glaube, Saskia, du bist nicht unschuldig an der ganzen Situation. Du hast hier auch einen Job gehabt, du hast hier auch arbeiten können, du hast hier alles hingeschmissen. Also bist nicht unschuldig. Ne? Und du hast mich rausgeschmissen. Ich glaube, lass dann lieber mal, da kommst du hier nicht durch. Ich glaube... Das sagst du. Das war gut. Ich will nur, dass er wieder klarkommt. Mit seinem Leben, mit meiner Oma, mit dem Laden, mit seiner Existenz, mit allem. Also ich glaube, dass ihr da in dem Fall beide so nicht weiterkommt. Denn wir haben aufgegeben. Deswegen bin ich ausgezogen. Das war der Grund. So, ich glaube, das Erste, woran wir wirklich arbeiten müssen, ist, dass deine Großmutter und deine Mutter, ja, dass wir die versuchen erstmal, ja, dass die diesen Stress erstmal rausnehmen. Hab ich auch früher. Bitte? Mir hilft nur keiner, wenn ich Hilfe brauche. Oma, ich versuche dir jedes Mal zu helfen. Ich muss meinen Haushalt machen, ich muss hier unten sein. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt noch schlafen darf. Ich bin für jeden da. Aber wissen Sie, jetzt bin ich hier. Ja. Jetzt werden wir das regeln. Und jetzt zeigen Sie mir mal kurz den Laden, ja? Ja. Gucken wir uns mal an. Um helfen zu können, muss der Sternekoch mehr über die Hintergründe erfahren. Zunächst nimmt er Inhaberin Roswitha aber aus der Schusslinie. Die 72-Jährige ist den rauen Ton zwischen ihrem Sohn und der Enkelin leider gewöhnt. Darf ich du sagen? Ja, selbstverständlich. Gut. Das ging ja gerade ganz schön ab bei euch da. Ne? Also ja. Diese ganzen, wie man mit, innerhalb der Familie so miteinander umgeht, belastet dich das nicht? Geht das nicht ans Herz? Dass die Familie wirklich so... Es geht euch ans Herz. Und dabei wollte Roswitha ihrem Sohn eigentlich immer nur helfen. Auf Wunsch des gelernten Kochs zog die Familie vor 7 Jahren von Wuppertal in den Harz, um Jörg den Traum vom eigenen Lokal zu erfüllen. Mein Sohn hat gesagt, wir könnten da eine schöne Gaststätte rausmachen. Und deswegen haben wir auch das Haus gekauft. Wie sind die Umsätze hier? Also im Moment liegen wir zwischen 5.000 und 6.000. 5.000 bis 6.000 Euro im Monat? Ja. Und wie viel Minus macht er dann im Monat? Ungefähr die Hälfte bis 3.500. Ja, das
müsste noch mehr wie die Hälfte sein. Also zwischen 3.500 und 4.000 Euro Miese? Ja, die müsste ich haben jetzt. Also erwirtschaftest du dann im Grunde genommen auf das Jahr hingesehen runde 45.000, 48.000 Euro Miese? Ja, ja. Seit Jahren läuft das Geschäft mies. Roswitha als Inhaberin des Lokals steht vor einem riesigen Schuldenberg. Gleichzeitig besitzt sie noch ein weiteres Haus in Wernigerode. Also quasi zwei Häuser besitzt ihr? Ja, ja. So, und wie ist da die Situation? Sind die finanziert und wie viel ist da noch offen? Oh, das. Wir müssten so ungefähr, hinten müsste ich 70.000, sagen wir mal hochgerechnet, 70.000 noch bezahlen. Mhm. Und hier für das Haus so mit 85.000, 90.000 Euro. Also, sind das ungefähr so 160.000 Euro, die noch offen stehen. Ja. Womit bezahlt ihr das? Mit unserer Rente. Ach, Scheiße. Ja, da bleibt nicht mehr viel für uns privat. Da muss ich jeden müde Mal, muss ich dreimal umdrehen. Eine völlig absurde Situation. Durch das Abbezahlen der beiden Häuser und die hohen Verluste im Mad Joe's steht die Rentnerin mit dem Rücken an der Wand.